Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate. Oh, lange ist es her. Oh Gott, ist es lange her. Ich habe schon wieder Ewigkeiten hier nicht mehr gespielt. Ich bin hier gerade in der City of London. Was auch immer ich hier will. Ich glaube, ich hatte mir hier die Aussichtspunkte angesehen, um hier alles freizuschalten. In Southwark haben wir noch einiges zu tun oder nicht? Oder was auch immer. Wir hier. Eieiei, was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin aktuell. Schauen wir nochmal, was unser Charakter sozusagen hat. Wir sind Stufe 5. Wir können hier bei den Gürteln anscheinend etwas Neues mitnehmen. Das bringt uns aber nichts. Wir müssten Stufe 6 werden. Wie sieht es denn da aus? Oh, wir haben 7 Punkte zu vergeben. Ach du Heiliger. Das reicht doch, um Stufe 6 zu werden. Also, was haben wir da? Adrenalin. Erhöht die Regenerationsrate ihrer Gesundheit. Hört sich schon mal gut an. Was ist das hier? Verstümmeln 2. Jacobs erfolgreich angebringen Gegner wesentlich schneller an den Rand des Todes. Das hört sich geil an. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Verstümmeln 2, ole. Und damit sind wir Stufe Nummer 6. Hallo, Adrian. So. Hier hätten wir das. Was ist das hier? Hinrichtung 1. Betäuben Sie Gegner mit A und führen Sie damit Y-Gerätekombo aus, um massiven Schaden zu verursachen. Das hört sich geil an. Kaufen. Gut. Hinrichtung 1 hätten wir dann auch gehabt. Der Jacob. So, jetzt müssen wir nochmal kurz gucken. Gürtel. Jetzt haben wir, theoretisch können wir uns den jetzt herstellen. Stufe 6 Blutgürtel. Herstellen mit X. Da wäre er. Das hört sich gut an. Komm. Herstellen und ausrüsten. Haben uns den Blutgürtel hergestellt. Müssen generell mal hier alles auf Stufe 6 bringen. Hier sind wir auf Stufe 6. Wir können noch mal verbessern, haben aber nicht genug Geld. Monturen. Ich bin immer noch bei der EC-Ausrüstung. Ich finde die so geil. Also da führt bei mir irgendwie kein Weg dran vorbei. Gürtel haben wir. Schusswaffen. Haben wir auf Stufe 6 was Neues? Stufe 5 ist gesperrt. Stufe 6. Kommen Sie in der Hauptgeschichte voran? Oh Gott. Okay, Hauptstory machen. Assassinenhandschuhe. Muss hergestellt werden. Nummer 6. Stellen wir doch mal her. Herstellungsvorlage. Eiserner Tod. Okay. Und bei den Waffen. Stufe 6. Was hat man da so im Angebot? Hier. Das sieht gut aus. Müssen wir uns herstellen. Den können wir sogar herstellen. Dann stellen wir doch her und rüsten ihn aus. So. Haben wir unseren neuen Obsidian-Stockdolch. Geil. Hat sich schon wieder gelohnt. So. Und dann müssen wir uns überlegen, was machen wir denn als nächstes? Ich hatte ja überlegt, dass ich hier die Themse weitermache als Gebiet. Wir können auch hier mit der Story weitermachen. Sequenz Nummer 5 nämlich starten. Wir sind Level 6 und das ist, also irgendwie wäre das schlau, dass man... Oder alternativ machen wir hier die Zugmissionen. Die Frachtdiebstahl, die sind auch vom Level her alle so ein bisschen niedriger. Was haben wir hier? Auch Sequenz Nummer 5, die Lady mit der Lampe. Das hier ist... Okay, wir kriegen Galvani-Bomben mit B. Wo machen wir weiter? Alternativ hätten wir die Zugmission, Zugversteck. Was haben wir hier noch? Robert Topping, Sympathisanten. Das hier lacht mich irgendwie am meisten an. Mit der Galvani-Bombe als Bonus. Guck mal, was hier unser Freund uns zu erzählen hat. Nehmen wir das doch mal. So, wir gehen mal hier raus und ich würde sagen, wir nehmen diesen Schnellreisepunkt. Ja, bitte. Haben wir die Stufe 6 erreicht? Ich merke schon, ich level zu viel, ich mache zu wenig Hauptstory. Naja, das ist ja was. Das ist ja was. Wie machen wir denn dann weiter mit unserem Jacob hier? Die Ivy müssen wir uns dann auch nochmal ansehen, dass sie weitermacht. Aber jetzt gehen wir erstmal dorthin und schauen da mal, was sie da so zu sagen haben. Da wären wir und wir machen auch gleich mal einen Todessprung. Hallo. Boing. Hoppala. Okay. Es gibt hier einiges zu tun. Da hätten wir zum Beispiel schon mal... Was hat man da? Ein Verbrecher. Töten! Töten soll man ihn. Und das ist doch machbar, oder? Töten. Tot ist er. So, Massenereignis beendet. So einfach geht das. Ah, ich wollte mir das hier markieren. Dankeschön. Ich glaube, da ist es am einfachsten, mit der Kutsche hinzureiten. Fahren wir mal eine Runde. Pferd kurz scheu gemacht, indem wir... Oh,
Oh, sorry, Pferdchen, wir müssen rückwärts auspacken. Pferdchen, dürfen wir rückwärts? Habe ich jetzt mein Pferd festgefahren? Ernsthaft? Ich habe mein Pferd festgefahren. Geil. Dum, dum, dum. Das schaffe auch nur ich. Pferd festfahren. Oh, leck mir, Mursch. Das gibt's doch nicht. Hammer. Das darfst du keinem erzählen, dass ich das Pferd festgefahren habe, ne? Das darfst du keinem erzählen. Oh. Glaubst du, die Straße wird dich von mir schützen? Schwupps. Was ist da los? Rammen. Da unten. Was ist da unten los? Du langweilst mich. Ups. Das war so nicht gedacht. Das wäre Sam und Chase gewesen, wenn man hier hätte lebend zurückbringen sollen. Wo ist er? Da ist er. Komm her. Okay. Also lebend haben wir ihn jetzt nicht unbedingt zurückgebracht, würde ich sagen. Er liegt da etwas tot. Ups. Komm, dann tragen wir ihn mal aus dem Gebiet entkommen. Na komm, wir gehen mal ein bisschen schneller. Wir haben es eilig. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Der schläft nur. Der schläft nur. Hat ein bisschen zu viel über den Durst getrunken. Officer, bitte machen Sie es kein. Okay. Einmal rein verstecken. Dankeschön. Und fahren. Herr Beifahrer, guten Tag. Na. Lust auf ein bisschen Spaß? Natürlich hat er Lust auf ein bisschen Spaß. So, jetzt müssen wir mal kurz. Oh Gott, jetzt kriegen wir hier Spaß. Okay, Pferd. Was mache ich hier? Wieso steige ich ab? Was soll das? So ist es aber eigentlich nicht gedacht. Eigentlich war das so nicht gedacht. Wo ist denn jetzt mein Kollege hier? Hallo? Was? Was mache ich hier? Okay, ich habe anscheinend die Steuerung wieder komplett verlernt. Fahren wir mal eine Runde. Atatak. So, let's go. Da müssen wir abliefern. Da können wir einen Frachtdiebstahl machen. Wollen wir nicht. Was ist das da? Abliefern. Okay. Nicht so schnell. Anonym sein, um die Erinnerung abzuschließen. Das sollten wir doch hinkriegen, oder? Oh, Thema durch. Thema erledigt. Also so können wir ihn ja wohl kaum rehabilitieren, oder? Ups. Lauf schon! Nee, rehabilitieren ist so nicht, aber hey, Mission ist abgeschlossen. Warum nicht? Ach, das gehörte zur Themse! Das hätte mir mal einer sagen können. Was mache ich denn? Ah, leck mir am Arsch. Also, das habe ich überhaupt nicht kapiert, dass das zur Themse gehört. Ach, das hätte mir mal einer sagen können. So. Komm mit mir. Rekrutieren wir die Kollegen hier erstmal. Mir wurde ja schon in den Schöner Tag, um etwas Blut zu vergießen, nicht wahr? Nehmen Sie das. Oh, danke für die Rauchbombe. Mir wurde schon öfter gesagt, ich soll doch mal ein paar Leute rekrutieren. Das geht doch so nicht, dass ich hier die Leute nicht rekrutiere. Das ist doch einfach nicht gut. Deshalb möchten wir das jetzt natürlich vermehrt tun. Darf ich da mal fahren? Vielen Dank, er steigt ein, das ist ja nett. Sachte. Oh, etwas holprig. Ach ja. Ich bräuchte mal eine Hupe, dass die immer zur Seite gehen können. Hupu. Hupu. Also, zu mir. Rekrutieren. Ah. Haben wir alle rekrutiert. Einmal hier eine Kurve. Okay, und dann fahren wir zu B. Schauen wir, was wir uns da zu sagen haben. Tja, so kann man die Themse übrigens auch einfach machen. Einfach mal durch Zufall da eine Mission starten. Ups. Okay, einmal aussteigen hier bitte. Dankeschön. Und wir gehen. Evie und Jacob besuchen Bell in seinem Labor, um ihren Kampf gegen Steric und seine Kontrolle der Presse fortzusetzen. Das hört sich sehr gut an. Vor allem, wenn wir Galvani-Bomben kriegen, wäre das voll geil. Und das wäre Knorke. Ah! Oh, Jacob. Evie, Sie sind's. Gott sei Dank. Neue Experimente, Alec? Korrekt. Sie sehen etwas mitgenommen aus.
Meine Nerven. Alles nur wegen dieser Halbaffen, die Starrick schickt, um mich zu bedrängen. Er bietet mir eine lächerliche Summe Geld an. Alex, Sie denken doch nicht daran, die Seiten zu wechseln, oder? Niemals. Ich habe an etwas gearbeitet, falls Sie zu aufdringlich werden. Sie soll den Angreifer betäuben, falls es nötig wird. Und das funktioniert auch? Nicht gänzlich. Ich habe 3 mit verschiedenen Säuregraden und sonst was hergestellt. Eine muss die richtige Formel sein. Dann lassen Sie uns Starricks Lakaien als Übungsziel nehmen. Apropos Starrick, er überträgt immer noch falsche Informationen. Wir könnten einfach seine Sender zerstören. Sein Unternehmen ist zu gut bewacht. Die Bomben werden helfen, aber es wäre seltsam, Bomben herzustellen, die möglicherweise gar nicht betäuben. Oh, Moment mal. Sieht so aus, als ob sich da gleich eine Gelegenheit bietet. Oh je, die sahen noch nie so aufgebracht aus. Entdeckung, Alec. Lassen Sie uns stattdessen ein kleines Sprachspiel mit Ihnen spielen. Nehmen Sie die Bomben und klettern Sie aufs Dach. Wenn ich den Namen einer Frucht nenne, werfen Sie eine auf die Gaune. Na gut. Oh, Moment, ich hab was vergessen. Legen Sie die hier in Ihre Schuhe, dann sind Sie fortan immun. Gegen sämtliche Elektroschocks. Glaube ich. Er ist ja sehr zuversichtlich. Meine Güte. Okay. Ab nach oben. Töten oder Schläger führt zu. Das Töten oder Alarmieren der Schläger führt zu Desynchronisation. Okay. Dann gehen wir doch mal hoch. Oh, hier geht's nicht hoch. Ich muss hier töten oder alarmieren. Der Schläger führt zur Desynchronisation. Das wollen wir natürlich nicht. Wieso sind hier so viele Truhen? Wo kommen die ganzen Truhen hierher? Ist das alles von der Themse? Meine Güte. Ach, guten Tag, Gentlemen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast ein Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der Starrick Company. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir, wie war das? Die Versprechen ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Ich fühle mich. Was? Schläger alarmiert. Was? Darf ich nur eine werfen? Hab das nicht so ganz verstanden. Okay, also das war wohl X. Also so Satz mit X mäßig. Hä? Kann mir das wer erklären? Nochmal bitte. Stopp. Nee, ich kann jetzt hier hinten raus. Stimmt, ja. So, machen wir es doch so hoch mit uns. Dass hier so viele Truhen sind, geht mir gerade irgendwie nicht. Wo kommen die ganzen Truhen hierher? Betäubungsbomben voll, ja. Ist noch eine Truhe. Wo kommen die auf einmal alle her? Ich hab doch schon. Das muss mir mal einer erklären. So. Noch einmal das ganze Spielchen. Ich würde Sie auf einen Tee einladen, aber ich fürchte, ich bin spät dran. Genug der Nettigkeiten. Wir sind hier, um dein Haus kaputt zu schlagen, oder was? Du hast ein Teledings da hier drin, oder? Und liest die Nachrichten der. Die Story kennen wir leider schon, aber macht ja nichts. Das ist so unwahr wie die Vorstellung, dass die Starrick Telegraph Company objektive Informationen verbreitet. Sir. Wie war das? Die Versprechen ihres Arbeitgebers sind nichts als heiße Luft. Und seine Maßnahmen steigen mir langsam in die Birne. Was faselst du da von heißer Luft und Birnen? Ich fühle mich nicht so gut. Ist das widerlich? Teufel nochmal! Diese Kinder! Die verspielten Frechdachse kommen überall hin. Okay, also das war schon mal eher schlecht. Was
Soll ich auf Bells Signal warten? So. Hör zu, Bell, oder setzt eine Schelle, dass dir die Ohren klingeln. Oh, sehr lustig. Dieses Wortspiel ist entzückend. Und ich habe mir Sorgen gemacht, dass sie nur dieselbe geistige Schlagfertigkeit besäßen wie ein Pferdeapfel. Pferdeapfel! Äpfel? Der versucht nur wieder lustig zu sein. Oh, du hast deinen fahren lassen, Bill. Du altes Ferkel. Ich war das nicht, Bess. Teufel noch mal. Ich hab's im Hals. Oh, diese Rotznasen werfen wieder Stinkbomben. Das machen die schon die ganze Zeit. Tja, welche unserer Bomben ist wohl die richtige, ne? Das ist jetzt so die Frage. Okay, sie gehen weiter. Dann hüpfen wir auch noch ein Stück weiter. Wo kamen die ganzen Truhen hierher? Sag uns, wo du dieses Teledings da hast. Ich zähle bis drei. Drei? So, mal sehen, wie du kommst. Eins. Glauben Sie wirklich, ich würde ihn hier aufbewahren? Gibt es hier irgendwo ein Kabel? Ein Telegraph ohne Kabel ist so nützlich wie eine Glocke ohne Schlägel. Den Schlägel stecke ich dir gleich wohin. Ach du meine Güte, sie sind ja blau wie eine Pflaume. Pflaume? Gütiger, Gott schütze mich. Ich bin ganz okay, die Schläger eliminieren. Sie stehen unter Schock, mein Bester. Oh, Scheiße! There's some sort of scuffle over there. Bravo, Alec. Nur dank Thema Ihnen, Jacob. Ihre bloße Anwesenheit gab mir den Mut und die Entschlossenheit, die ich bisher nicht hatte. Ich fand mich außerdem sehr originell. Naja, bauen Sie noch mehr Bomben, dann kümmern wir uns um Starricks Propagandamaschine. Abgemacht? Gut. Hätten wir das erledigt, dann folgen wir dem Kollegen jetzt mal. Aber wo kommen die ganzen Truhen hier gerade her? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht im Weg stehen. Kommen Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin doch schon fast da. Je länger wir Starrick daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine Machenschaften wachrütteln. Dann legen wir doch los, Alec. Okay. Es ist zu glauben, meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungssirup schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebräu zu erzählen. Nett von Ihnen, Alec. Aber Sie können wohl kaum an jede einzelne Tür klopfen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber am Billingsgate? Oder die Ratten im Kanal. Aber wenn wir die Quelle ausradieren können, die kontinuierlich solch abträglichen Unfug verbreitet, dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Also, fangen wir an. Wir sind da. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden, ja? Ich betäube Sie. Und Sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Okay. Ganz ruhig. Auf geht's. Wir haben was zu tun. Okay. Schläger mit Galvani-Bomben elektrifizieren. Da vorne stehen sie. Gut, das hätten wir. Bell beschützen, das schaffen wir doch. Oh, ich habe die Zivilisten ein kleines bisschen elektrifiziert. Upsi! Er macht so schnell auf mich geschossen. Geschieht dir recht. Oh, sorry. So eine schöne Maschine. Eine Schande, dass sie von den Lumpen missbraucht wird. So. Da kommen unsere Freunde. Gut, also. Wir müssen hier über die Straße. Auf nimmer Wiedersehen. Oh, Entschuldigung. Jetzt reißt du dein Maul nicht mehr auf, was? Ich könnte hier vorne mal kurz noch so ein paar Kollegen rekrutieren. Lasst uns etwas Unruhe stiften. So.
Hallo. So, die Maschinchen. Oh, jetzt kommen da ein paar mehr. Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Okay, gehen wir doch mal hier hin. Oh, komm, Gütiger, das habe ich gespürt. Ich stecke in die Arme. Was? Was machen wir denn? Wo sitzen wir jetzt hier? Was machst du da mit meinem Freund? Hörst du auf damit? Etwas friedlich, der Kleine, aber ich hab ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Ich finde so. Raus, wo sie dich hier haben. Jetzt reden sie alle durcheinander. Das ist so ein bisschen. Also, ich finde es immer ganz schön, den Leuten hier zuzuhören bei der ganzen Geschichte, aber die Zivilisten, die stören mich insofern, dass sie zu viel reden. Die geben zu allem ihren Senf dazu. Man muss das denn so. Hoffentlich hat das richtig weh. So, hier kommen unsere Freunde. Thema durch. Gut, dann haben wir das Thema auch erledigt. Das war ja fast schon zu einfach. Meine Lieben, Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens, mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. Oh, ich mag den Alec Bell. Ich muss ihn echt. Doch, ich mag ihn. Und wir kriegen die Galvani-Bomben. Yay, fortfahren. Gut, Galvani-Bomben, ordentlich einen Haufen Batzen Kohle. Jetzt ist er wirklich, wo kommen die ganzen. Also das, ich finde es ein bisschen krass. Ich mache jetzt mal hier noch schnell das Ding, beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt gucken wir noch kurz, was hier der Schläger von uns will. Gut. Ich würde sagen, wir gehen ja mal kurz hoch. Und dann schauen wir uns in der nächsten Folge den Aussichtspunkt da drüben an. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.